Servus, Morgen und alles klar bei euch soweit, außer natürlich Montag. Ich bin endlich wieder fit nach 14 Tagen Grippe. Der Kaffee schmeckt wieder. Aber der kann mir auch gleich wieder hochkommen, wenn man Nachrichten guckt oder hört. Oder meine Netzwerke guckt. 4 Wochen Sondierungsgespräche und es kommt nichts dabei rum. Über Neuwahlen wurde auch schon gesprochen. Mann, was ist da mit den Politikern los? Und Geld kostet das ja auch. Also kommt mal in die Pötten, regiert Deutschland wieder so, dass wir alle zufrieden sein können. Ey, guckt euch die Rentner an. Immer hier Steuern gezahlt, weil sie hier gearbeitet haben. Und jetzt sind viele an der Armutsgrenze. In den Pflegeberufen muss dringend was passieren. Wir haben einige Einrichtungen, die saniert werden müssen, Schule und so. Aber es fließen Milliarden in andere Projekte und andere Länder. Politiker, bleibt doch mal wieder hier vor Ort und macht spürbar bitte was für uns. Unsere Taschen werden immer leerer und es wird immer schwerer. Das geht echt nicht so weiter. Der Unmut wird immer größer. Ich höre ja viel. Das muss ja echt nicht sein. Und an unsere Traditionen möchten wir wieder auch festhalten. Weihnachten, das Christkind, St. Martin. Und der Nikolaus, ich habe letztens gelesen, soll Jahresendfigur heißen. Nee, das ist der Nikolaus, das ist uns wichtig, das wollen wir behalten. Also bitte zeigt uns mal wieder, dass ihr das Land regiert für uns alle hier. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das hat nichts damit zu tun, dass man keine Empathie hätte für Asylanten. Doch, das haben wir. Und wir machen auch viel dafür. Und das ist in Ordnung so. Aber wir sind auch noch da. Also, eine schöne Woche noch. Und jetzt ein ganz kleiner Witz. Geht zwei Dumme auf den Gas, sechs der alle zum anderen rutschen mal ein Stückchen. Ich will auch mal die mit. Macht's gut, tschö.